Heizungstechnik, Sanitärtechnik von More Brodmann AG. Wir sind in Hofstetten Flie und hier haben wir ein kleines Fest. Ja, sag mal Peter, was für ein Fest? Du hast eine illustre Gästeschar eingeladen. Salut Danny, los, wir haben gefunden, wir müssen wieder mal ein Sommerfest machen, weil wir sind eigentlich bekannt früher in den 90er Jahren, dass wir immer wieder ein Fest machen für unsere Kunden, für die Herstellung, auch für Behörden, Politik, wo wir alle zusammengebracht haben an einen Tisch. Und das hat ein bisschen gelitten und nach den letzten Jahren ja ein bisschen mehr. Und da haben wir gefunden, wir wollen wieder mal starten, einfach den Dankeschön sagen. Also ich denke, ein Fest ist es schon wert, dass es die Firma gibt. Erzähl mal etwas, seit wie vielen Jahren sind die More Brodmann unterwegs? Also die Firma More Brodmann per se, die ist noch relativ jung, die ist erst seit 2016. Aber der Ursprung ist eigentlich von 1985 von der Firma More. Und zwar More AG. Und dann hat sich das ein bisschen gewandelt, aber wir sind schon immer in der Heizung und Sanitärtechnik daheim gewesen. So, dann gehen wir schnell ein bisschen ins Detail. Was bedeutet das? Was macht ihr alles genau? Also wir bieten natürlich alles an, was die Haustechnik angeht. Das ist in den modernen Innenwärmepumpen natürlich. Wir sanieren aber auch zwischendurch natürlich noch Badezimmer. Wir machen komplett Umbauten, die wir anbieten. Wir haben sogar auch schon grössere Arbeiten gemacht mit 35 Wohnungen, mit Fitnessstudio, also ein Neubau. Mit Erdsonden, Wärmepumpen, Pelletheizung. Alles inklusive. Gut, dann schauen wir doch das gerade mal vor Ort an. Wir gehen schnell zu einem Objekt. So, und jetzt sind wir hier in der neu eingerichteten Kommandozentrale, müssen wir quasi sagen, das Projekt, das ihr jetzt gerade gemacht habt. Jetzt erzähl mal, was sind das alles für Maschinen, die um uns herum sind? Wir haben hier für einen Kunden eine Wärmepumpensanierung durchführen und haben das gemacht mit einem Aussengerät. Wir haben hier nebenan unseren Wärmepumpenboiler, der für das Warmwasser zuständig ist. Wir haben hier hinten dran den Pufferspeicher, der dann eben für die Heizung zuständig ist, als Übergang, dass es auch gemäss WBSM hydraulisch top läuft. Wie aufwendig ist denn so ein Umbau in diesem Moment? Oder? Man muss ja gleich alte bestehende Sachen rausnehmen. Was bedeutet das normalerweise für einen Hausbesitzer? Also der Hausbesitzer darf insgesamt etwa mit 10 Arbeitstagen rechnen, wo Handwerker da sind. Bei einer Sanierung, die wir so machen, hat man natürlich mehrere Gewege. Da haben wir die ganze Planung vorweg. Dann kommt der Baumeister, der Elektriker. Und dann kommen wir noch und am Schluss kommt der Isolateur. Also es geht schon einen Moment. Der Tankdemontagetyp, der kommt meistens am Schluss, weil man möchte so gerne so lange wie möglich warm Wasser behalten. Und darum ist das etwa 10 Tage. Wie sieht es denn für die Zukunft aus? Fossile Brennstoffe, gibt es Änderungen? Hat das für euch als Sanitär auch Einfluss? Also für uns hat das natürlich einen grossen Einfluss, das ist klar. Die Thematiken, die wir in der Politik haben, die natürlich die fossilen Brennstoffe auch verbieten, da haben natürlich auch die Hausbesitzer sehr grossen Bedarf. Und die Nachfrage ist in den letzten Jahren extrem gestiegen, also die Ressourcen sind knapp geworden. Aber selbstverständlich, wer bei uns kommt, ist wie zu 100% bedient. Das ist die Zukunft. Wie ist das Verhältnis zwischen einem Neubau, wo man so etwas von Grund auf planen kann, und in einer alten Liegenschaft das quasi auf neu zu trimmen? Eine alte Liegenschaft auf neu trimmen ist ein eine Illusion, weil das, was man hat, das hat man. Aber es gibt heutzutage sehr gute Techniken, wo man auch in einer alten Liegenschaft sehr moderne Techniken umsetzen kann. Einen Neubau kannst du natürlich von Anfang an so planen, dass es natürlich alles in sich innen viel harmonischer läuft. Gut, wenn ich jetzt das Telefon in die Hand nehme und die brauche, was erwartet mich? Wie ist die Firma aufgestellt? Da kommt der Peter nicht gerade allein. Nein, selbstverständlich nicht, aber ich nehme das Telefon ab, das ist klar. Nein, dann kommen natürlich die Mitarbeiter von uns. Oder? Wir haben natürlich Servicetechnik auf Heizung und Sanitär. Wir haben ein Team, das Heizungen saniert. Alles ausgebildete EFZ-Zettel. Das ist ganz klar für uns. Auch alles Angestellte. Wenn ihr einen Sanitär braucht, dann kommt unser Chefmonteur. Wir haben einen Jungen, der gerade noch die Ausbildung fertig gemacht hat, der natürlich hier voller Elan weitermacht. Und natürlich immer auf den neuesten Schulungsstandard.